Ja, liebe Zuschauer, zurück beim Großen Preis von Deutschland. Ja, hier in der Boxengasse viel Prominenz unterwegs. Und hier ist es eben zu einem kleinen Eklat gekommen. Ich habe mich mit Deutschlands größter Schauspielerin Veronika Ferres und ihrem Lebensabschnittssponsoren Carsten Maschmeyer unterhalten und erfahren, dass Carsten Maschmeyer wohl heute Morgen aus einer Laune heraus die komplette Formel 1 gekauft hat. Ja, Veronika Ferres scheint darüber nicht sonderlich erfreut zu sein. Sie hat ihn blöde angeschnauzt. Daraufhin hat er sie angeschrien. Ich zitiere: Wenn der Hopp, der alte Sack, sich Hoffenheim kaufen kann, dann darf ich doch auch was zum Spielen haben. Und jetzt halt die Klappe, Kermit der Frosch, sonst kauf ich dir nie wieder einen Film. Recht hat er, Leib ist Leib. Na, 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 na.